Hallo, ihr lieben Mäuse da draußen. Juhu! Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play The Sims 4. Ja, wir sind wieder da und ich bin wieder gut gelaunt. So, in der letzten Folge sind ja unsere Kinder und ich glaube Maria ist auch nicht im Hause, sind auf die Arbeit gegangen. Und ich denke mal, wenn die alle zurückkommen. Also die Kinder sind in der Schule und die Maria ist in der Arbeit. So, und wenn die, glaube ich, zurückkommen, dann werden sie wahrscheinlich vermutlich wieder im Schulmodus bzw. im Arbeitsmodus festhängen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich später dann wieder mit denen reisen. Aber das ist eigentlich vollkommen egal, denn jetzt weiß ich ja, wie ich die aus dem Arbeitsmodus befreien kann. Und ja, René ist der Einzige, der halt noch hier ist. Der sollte allerdings vielleicht, wenn möglich, sollte er ein bisschen schlafen. Weil das ist doch ein bisschen fürchterlich, wenn er jetzt ohne Energie dorthin geht. Deswegen kann er sich jetzt erstmal ein bisschen hinlegen noch. So, jetzt lassen wir den mal schlafen. Oh, Gruppenprojekt. Die letzte Hausaufgabe von Rosine ist ein Gruppenprojekt. Die anderen Schüler der Gruppe sind alle sehr schlau. Soll sie versuchen, genauso viel beizutragen wie die anderen oder sie die ganze Arbeit machen lassen? Versuchen, etwas beizutragen natürlich. Als die anderen sehen, wie hart Rosine arbeitet, lassen sie es gemütlich angehen. Gute Taten haben sich halt nicht immer bezahlt. Na toll, wieder mal dasselbe, wie wir es schon einmal hatten. So, okay. Er kann jetzt eigentlich schon wieder aufstehen. Dann sollte er auf jeden Fall nochmal zum Kochkanal schauen. So, sie ist sehr müde. Das heißt, sie wird auf jeden Fall gleich mal ins Bett hopsen. Essen kann sie ja dann später. Er ist noch halbwegs in Ordnung, wobei die Energie reicht auch nicht mehr ganz aus. Allerdings, was mich wundert, die hängen nicht im Schulmodus fest. Ein Wahnsinn. So, er kann jetzt erstmal was essen. Und dann macht er noch die Blase und dann kann er auch schlafen gehen. So, okay. Ja, Rosine, geh mal schlafen. Ist besser. Geh die Treppen da hoch und geh mal schlafen. So, gut. René ist hier jetzt noch am Gucken. Kochfähigkeit Level 6 erreicht. Perfekt. Auch nicht schlecht. So. Es ist dann nämlich gut gelaunt. Also inspiriert für die Arbeit. Was ganz gut ist. So. Dann hoffen wir mal, dass das alles funktioniert, so wie ich es mir vorstelle. So. Perfekt. Der gute Erik hockt sich direkt neben seinen Vater. Das ist gut so. Ja, unwohl. Ist klar. Ist eben schlecht. Meine Herren. Sarpava. Ja, am besten bevor ihr euch da kloppt, geht du mal lieber zur Arbeit und lass ihn mal in Ruhe, weil der fühlt sich sowieso unwohl von der Arbeit. Also von der Schule meine ich, weil er wahrscheinlich saumüde ist und das sieht man ja auch an der Energie. Ja, okay, er rülpst mal. Heißt also, es hat ihm geschmeckt natürlich und ja, jetzt wird er erstmal fertig essen, dann wird er noch aufs Klo gehen und dann kann er sich auch niederhauen auf die, aufs Bett halt und ja. Er ist ziemlich langsam am Essen, das sieht man halt, ne, so. Ja, komm, stell's einfach irgendwo ab, ich mach das dann schon. Stell's ab und geh schlafen. Aber vorher noch die Blase erstmal. Mach erstmal die Blase und dann kannst du dich schlafen legen, so.
Gut, hätten wir das auch. Der gute René ist auf jeden Fall bei der Arbeit und ist inspiriert. Das ist auf jeden Fall sehr fein. So. Gut. Jetzt gehst du dir noch Hände waschen. Zähne putzen vielleicht auch noch. Das wird er also auch mal haben. So. Oh, Maria ist heute mit 128 Simoleons mit nach Hause gekommen. Interessant. So, gut. Nein. Du gehst nicht ins Ehebett der Eltern, sondern du gehst in dein Bett. Und sie ist auch aus dem Arbeitsmodus zurück. Sehr interessant. Manchmal geht's, manchmal nicht. So, du leerst erstmal die Blase. Die Energie reicht ja noch. Das heißt, sie kann auf jeden Fall noch ein bisschen was futtern. Dann kann sie noch ihre Hygiene machen, die ja schon auf jeden Fall notwendig ist. Denn die geht langsam in den gelben Bereich, habe ich so das Gefühl. Und das wäre nicht so toll. Gut. Freundlich? Nee, kannst du vergessen. Moment. Kannst du vergessen. So. Gut, baden erstmal, dann fühlst du dich nicht mehr so unwohl. Wenn sie von Schmutz und Unordnung umgeben sind, ja, ist klar, ne? So. Ah, säubern. Okay. Das muss dann noch gesäubert werden. Das hier. Wie sieht's da aus? Okay, das ist noch in Ordnung. Der Herd ist auch noch in Ordnung hier. So, passt. Ja, mein Gott, geh halt ran. So, ich denke mal, nachdem hier der Fehler drin ist und da ein bisschen Unregelmäßigkeit entstanden ist, rufen wir jetzt immer wieder bei Sims, obwohl sie in der Schule oder in der Arbeit sind, den Direktor oder der Chef an. Das ist irgendwie ein bisschen eigenartig, aber gut, damit muss man leben. Damit muss man leben. So. Okay. Warte mal, das halten wir mal kurz an. Du wirst erstmal einen Joghurt essen, schnelle Mahlzeit, und dann haust du dich in die Haia. So. Okay. Wobei, naja, nee. Nee, jetzt sollte vielleicht vorher noch das Schwimmbecken, also nicht das Schwimmbecken, Gott, oh Gott. Was labe ich denn heute für einen Stoß? Sie sollte dann auf jeden Fall mal das Waschbecken säubern. Noch bevor sie schlafen geht, natürlich. So. Mal kurz was getrunken während der Aufnahme. Gott sei Dank sieht man mich nicht. Ich meine, gut, ja, ich habe es auch während der Webcam-Aufnahme schon mal gemacht. Ich weiß, aber im Grunde, ja. Ich meine, mit dem Trinken ist es ja nicht so. Aber wenn ich essen würde, das wäre dann schon etwas anderes. Das wäre dann schon mehr Privatsphäre. Aber im Grunde genommen, sage ich jetzt mal, solange ich nicht vor der Kamera esse oder sonstiges, oder während der Aufnahme esse, ja, und dann auf einmal so, heute, machen wir, ja, also von da an, nee, geht gar nicht. So, okay, sie ist auf jeden Fall mal ihr Joghurt fertig. Und ich hoffe, das hat sie bald erledigt, weil bevor sie mir da schon wieder umkippt, dann so wie das letzte Mal, ne, wie sie da umgekippt ist neben dem Esstisch auf einmal, bumm, schlief sie auf dem Boden. Aber bevor sie das macht, sollte sie auf jeden Fall schlafen gehen, aber vorher noch, hoffe ich, dass sich das noch ausgeht. Natürlich, das Waschbecken säubern. Und ja, dann kann sie sich ins Bett legen. So, viele fragen sich, warum ich eigentlich den Kamin vielleicht nicht mehr entfache. Ganz einfach, weil ich dadurch festgestellt habe, dass dadurch immer wieder ein Brand passiert und ich habe nicht Lust, immer wieder da dann neu aufwischen zu müssen und dann hier wieder alles löschen zu müssen. Das ist furchtbar. Also von da. What? Die Landgrab Energieversorgung hat den Strom in deinem Haus abgestellt. Bezahle denn der Rechnung, damit er wieder angeschlossen wird. What? Ist das euer Ernst? Ich habe doch genügend Kohle. Alter, ich habe doch genügend Kohle. Was soll denn das? Okay, Moment.
So, okay. Jetzt gucken wir mal. Hier. Okay. Post bekommen. Sehr interessant. Das ist sehr eigenartig. Kann er da irgendwie... René hat alles aus dem Briefkasten rausgeholt. Sehr schön. Und? War da irgendwie eine Rechnung dabei? Warte mal kurz. Das ist... Der Strom wurde abgestellt, bezahlt eine Rechnung. Ja, ist klar, ne? So, jetzt habe ich hier natürlich ein Problem. Gut, Leute, ich habe hier jetzt ein ziemlich dickes Problem. Habe ich so das Gefühl. Weil... Ja. Normalerweise sollte er ja hier, wenn ich auf den Postkasten draufklicke, sollte normalerweise stehen Rechnung bezahlen oder Rechnung begleichen oder irgend sowas ähnliches. Nur das steht nicht. Obwohl ich eine Rechnung immer noch offen habe. Also irgendwas. Ja. Moment, ich gucke jetzt mal kurz. Spieleoptionen. Nee, Hilfe. Nein. Lektionen. Live-Modus. Normalerweise sollte das so funktionieren. Rechnungen bezahlen. Hier. Rechnungen landen im Briefkasten. Du kannst sie über den Computer, dein Telefon oder im Briefkasten begleichen. Du erhältst eine Mitteilung zur Erinnerung, bevor deine Rechnungen überfällig werden. Während Sims weitere Objekte kaufen und den Wert ihres Hauses steigern, erhalten sie auch höhere Rechnungen. Wenn du deine Rechnungen nicht bezahlst, verlierst du womöglich deinen Betriebsanschluss wie Strom oder Wasser. Ja, schön, aber... Okay, irgendwas check ich hier jetzt gerade nicht. Irgendwas ist hier schief gelaufen. Hier ist alles dunkel. Und ich kann aber die Rechnung nicht begleichen. Das ist irgendwie ein bisschen eigenartig. Nee. Keine Chance. Also ich kann komischerweise jetzt im Moment keine Rechnung begleichen. Das ist irgendwie sehr eigenartig. Simologie, Stammbaum, Statistik. Hä? Ich kann auch komischerweise beim Telefon kann ich ja, da gibt es auch nirgendwo eine Option, dass man die Rechnung irgendwie begleichen kann. Service engagieren, Job kündigen, Job suchen, Unterhaltung. Okay. Okay, also das ist natürlich jetzt ein ziemlicher Scheiß hier. Es kann natürlich sein, dass wir hier vielleicht das Let's Play sogar dann irgendwann abbrechen müssen. Wenn nicht sogar heute schon oder morgen oder in 2 Tagen, wenn das hier so weiterläuft. Weil im Grunde, ich kann ja sonst nichts machen. Ich könnte natürlich eins machen, ich könnte hier einfach nochmal mit der Familie einziehen und könnte alles nochmal von vorn machen. Aber das ist ja dann blöd. Weil im Grunde sollte es ja nicht so sein. Und ich hatte eigentlich vor, in Staffel 1 hier ein Ziel zu erreichen. Aber wenn ich hier jetzt wieder neu beginnen muss, dann geht sich das mit dem Ziel sowieso nicht mehr aus. Da schieße ich ja dann über die 100. Folge hinweg.
Das will ich aber nicht. Oder ich mach's einfach auf schnell, schnell. Und dass ich bis zur 100. Folge einfach noch raushole, was ich kann. Dass ich dann einfach in der 100. Folge versuche, das Ziel einfach zu erreichen. Ihr wisst zwar noch nicht, was für ein Ziel ich mir gesetzt habe, aber ich weiß es gerade nicht, wie das Ganze laufen soll. Ehrlich gesagt. Also das ist sehr, sehr eigenartig. Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe 6000 Simoleons gerade hergecheatet. Und trotzdem kann ich die Rechnungen nicht begleichen. Weder beim Briefkasten noch online. Weil online geht's ja nicht, weil der Strom weg ist. Noch kann ich irgendwie per Handy oder sowas begleichen. Das ist sehr eigenartig. Das ist sehr, sehr eigenartig hier. Okay. Ich reise mal mit ihm. Vielleicht kann ich irgendwas machen, wenn ich reise. Wer weiß. Aber ich wusste, dass dieser eine Fehler, der sich hier eingeschlichen hat, noch zu Problemen führen könnte. Das ist seltsamerweise ein ziemlicher Scheißdreck. Also wundert euch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel in der nächsten Folge, wenn hier wieder alles normal ist, oder wenn in der nächsten Folge wieder alles bei Null ist, weil im Grunde genommen irgendwas hat's hier. Ansonsten kann ich nur eins machen, indem ich hier, das ganze Spiel nochmal neu installiere. Weil im Grunde genommen, glaube ich, passiert der Fehler, glaube ich, dann überall. Der Fehler wird dann wahrscheinlich überall passieren. Das heißt, im Grunde der Fehler wird wahrscheinlich die ganze Zeit vorhanden sein. Das ist sehr merkwürdig. Also ich glaube, ich werde wahrscheinlich all meine Sims verlieren, auch aus den privaten Sessions. Und werde dann quasi alles nochmal neu machen müssen, beziehungsweise werde wahrscheinlich alles verlieren. Wobei, gut, nee, wenn ich die, sagen wir es mal, wenn ich die Speicherstände irgendwie abspeichern kann irgendwo, oder wenn ich die Speicherstände irgendwo safen kann, also quasi ein Backup von den Speicherständen, dann kann ich das hier irgendwie, dann kann ich die ja irgendwie irgendwo absichern. Und dann installiere ich einfach das Spiel nochmal neu und hau dann alle Speicherstände einfach in den Ordner rein. Dann sollte das eigentlich wieder funktionieren. Dann. Aber es ist halt die Frage, ob dann alle meine Sims wieder da sind, die ich hatte. Oder nicht. Im Grunde, ich kann komischerweise jetzt im Moment leider nichts machen. Also wen von euch da draußen auch schon mal sowas Ähnliches passiert ist, dem würde ich mal bitten, mir in die Kommentare zu schreiben, was man in solchen Fällen machen kann. Weil im Grunde ist es echt ärgerlich, sowas. Wenn man hier keine Möglichkeit hat, dann die Rechnungen zu begleichen. Nee, keine Chance. Ah, hier, Rechnung bezahlen. Okay, Volltreffer. Er hat es im Inventar drin. Der hat es im Inventar drin. Hat er die jetzt schon? Nee, natürlich nicht. Er hat sie noch nicht beglichen. Ja, gut. So viel dazu. Ja, ich kann sie trotzdem nicht begleichen. Ich kann die Rechnung trotzdem nicht begleichen, auch wenn die Rechnung hier drin ist. Ich
kann die Rechnung nicht begleichen. Okay. Das ist sehr, sehr eigenartig. Keine Ahnung. Ich finde es irgendwie eigenartig, ne? Ich habe die Rechnung zwar im Inventar drin, aber ich kann so oft da draufklicken, wie ich möchte. Er tut die Rechnung nicht begleichen. Das ist ein bisschen blöd. Das ist echt scheiße. Okay. Ich werde mir das Ganze mal offscreen ansehen, beziehungsweise ich werde mich da mal im Internet schlau machen, was man in solchen Fällen alles tun kann. Notfalls werde ich mich mit EA wieder in Verbindung setzen müssen, weil das sonst irgendwie, weil, ja, wenn ich keine Lösungen finde im Internet, dann, ja, muss ich mich da mit EA in Verbindung setzen, weil das ist sehr, sehr, sehr eigenartig, dass ich hier die Rechnung zwar habe, ich kann zwar draufklicken, und Rechnung bezahlen klicken, aber im Grunde tut das nichts. Das ist sehr, sehr blöd. Von da an, ja, ich hoffe, ich kriege das irgendwie wieder gebacken. Ansonsten muss ich wahrscheinlich das Spiel deinstallieren und nochmal neu installieren und vorher noch die ganzen Save-Games saven. Irgendwo. Auf der Festplatte. Na gut, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Tut mir leid, dass es hier jetzt so zu Umständen gekommen ist. Aber, ja. Ich kann hier leider im Moment nicht mehr viel machen. Alles gut, Leute. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao. Und hoffe, bis zur nächsten Folge. Ciao.